Ich habe ein großes Ziel. Ich möchte alle 1155 Sounds, die es in Minecraft gibt, hören. Diese muss ich in einer zufällig mir gegebenen Reihenfolge erfüllen. Und wir reden hier von einem Projekt, das Tage, Wochen oder vielleicht sogar Monate dauern kann. Bei so einer großen Spielzeit kann man die verrücktesten Dinge in Minecraft finden. Wie zum Beispiel einen noch nicht bekannten Minecraft-Bug. Genauso haben wir in der heutigen Folge unsere erste XXL-Farm gestartet und haben noch eine weitere Entdeckung gemacht, die ich bis jetzt immer noch nicht so richtig verstehen kann, wie das geklappt hat. Ihr könnt euch sicher sein, die heutige Folge wird auf jeden Fall sehr besonders. Dementsprechend würde ich mich riesig freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lassen könntet. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, auf welchen Sound ihr euch am meisten freut. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge von All Sounds. Willkommen zurück. Wir sind in der fünften Folge von unserem neuen Großprojekt All Sounds. Wir haben in der letzten Folge, in der vierten, super starken Progress gemacht und konnten uns in die Dreistelligkeit katapultieren. Und ja, diese Produktivität wird in dieser Folge auch weiter stattfinden. Denn, naja, also, wir werden auf jeden Fall erstmal warten müssen. Und warten ist, ja, ich sag so mein Hasswort in Großprojekten. Aber wir werden bestimmt nicht so lange warten. Ihr seht es bereits oben, wir müssen auf ein Gewitter warten. Wir müssen unseren Trident, mit unserem Trident einen Blitz erzeugen und das geht eben nur, wenn es gewittert. Ich habe immer sagen lassen, es soll manchmal auch vielleicht 10 Stunden oder so dauern, bis man ein Gewitter bekommt. Es kann auch manchmal noch länger dauern. Wir werden uns auf jeden Fall die Zeit heute auf jeden Fall sehr gut vertreiben, denn wir haben, als wir das letzte Mal lange warten mussten, diese wunderschöne Radio Station gebaut und ich würde sie euch ganz gerne zeigen, inklusive dieser Satellitenschüssel, aber mir fehlen gerade dafür Raketen. Und Raketen ist so ein Ding. Ich habe leider oftmals zu wenig, weswegen wir auf jeden Fall eine Zuckerrohrfarm wie auch eine Creeper Gunpowder Farm bauen müssen, um für den Rest des Projekts auf jeden Fall immer wieder ausgestattet zu sein mit genügend Material für unsere Raketen, weswegen wir uns um eine Creeper-Farm als erstes kümmern werden. Ich habe noch nie eine Creeper-Farm gebaut. Ich hoffe, ich werde das hinbekommen. Und ja, Zuckerrohr ist das unsere Zuckerrohrfarm bis dato. Das soll sich im besten Fall auch automatisieren. Es regnet zwar, aber leider kein Gewitter. Das bedeutet, wir werden uns dann tatsächlich wahrscheinlich noch eine Weile hier aufhalten müssen und wir nutzen die Zeit, um eine Creeper-Farm jetzt zu bauen. Dafür müssen wir jetzt erstmal ein paar Ressourcen farmen, vor allem eine Menge Sand für Glas, eine Menge Holz für Trapdoors und auch Stein, um generell einfach was aufzubauen. Wir werden dafür unseren in der letzten Folge dazugeholten Netherstar benutzen und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, für was genau. Beacon drauf, aktivieren. Oh ja, ich habe gerade noch über die Cave geredet. Hallo, ist das Skelett. Damit sollten wir auf jeden Fall angenehmer Cleanstone farmen können. Wir haben gestern noch eine Kleinigkeit in unserer Basis geaddet. Und zwar, wir haben einerseits einen Beacon. Deswegen haben wir auch Haste 2. Der geht hier runter. Der ist ganz praktisch. Genauso haben wir aber auch hier eine Sache geaddet. Und zwar haben wir hier in so eine Bergzipfel, Bergspitzen, haben wir nochmal ein bisschen Dripstone reingepackt und eine Lavaquelle hinzugefügt. Und dadurch haben wir jetzt 4 Lavaquellen. Ist, glaube ich, ganz chillig dafür, wenn wir mal ein bisschen Brennmaterial brauchen. Achso, und nebenbei warten wir, by the way, auf den Blitz. Ne? Also wir bauen jetzt diese Farm, um uns eben Zeit zu vertreiben. So, alright, ein bisschen Redstone später. Das sollte, glaube ich, für unser Vorhaben und für die nächsten Sachen auf jeden Fall erstmal ausreichen. Haben sogar noch nebenbei gut Diamonds rangeholt. Oh, sehr gut, dass es regnet. Ich würde, by the way, auch einen Gewitter nehmen, falls mich jemand fragt. Alright, jetzt brauchen wir Holz. Wir brauchen nämlich fast 16 Stacks Trapdoors. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was? Oh, ich brauche ein Entity. Oh mein Gott. Oh mein Gott, let's go! Mittlerweile, meine Damen und Herren, haben wir die Gewitter aber sowas von im Griff. Sorry, okay, ja, never mind. Du hast mich auf jeden Fall vollkommen im Griff. Bitte töte mich nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange wir warten mussten. Geht ja voll in Ordnung. Oh. Oh mein Gott, ich habe meine Eisenfarm kaputt gemacht. Ich habe alle Villager zu Hexen versammelt. Nein, wie dumm. Daran habe ich halt null gedacht. Gut, ich bin aber trotzdem sehr, sehr, sehr glücklich darüber, dass wir das mit dem Gewitter jetzt hin... Also da wirklich, das Gewitter war jetzt das Schwierigste. Ich war jetzt voll noch auf Gunpowder Farm. Wir kümmern uns jetzt aber nochmal ganz kurz nebenbei um einen Skelettkopf. Dann sollten wir auch alle Köpfe zusammen haben. Danke, finally, wir haben den Skelettkopf. Alter, was eine Hardcore, also was ist das für eine kranke Geburt? Ich sag so, was sagt ihr, Leute? Die Farm jetzt erstmal weiterbauen? Ja, oder? Ich sag halt ehrlich, das, was wir jetzt angefangen haben, bringen wir jetzt auch zu Ende. Wir bauen jetzt die Creeper-Farm zu Ende. Auch wenn wir natürlich jetzt keine Wartezeit mehr haben, aber ja, jetzt haben wir schon alle Materialien eigentlich zusammengefarmt, dann machen wir das. Und wir müssen zusätzlich uns auch noch um das Problem kümmern. Da war ein Esel.
Ja, gut, wenn jetzt hier natürlich ein Esel ist, dann können wir nebenbei mal den Zaun machen. Das ist natürlich true. Also idealerweise, sollte jetzt ein Zaun kommen, der ein wenig Zeit kostet, wäre das gar nicht so schlimm. Wir haben gerade so viel zu tun mit der Eisen- und Creeper-Farm. Deswegen, Kollege, hey, es tut mir leid. Ich mag Esel sehr. Müsst ihr wissen. Hab nichts gegen dich. Gut, eine Nether-Warze, die kriegt man relativ stabil und schnell platziert. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den ersten Villager, der die Eisenfarm wieder besiedeln soll. Alright, sehr gut, Jungs. Und dann brauchen wir jetzt erstmal auch wieder ein paar Brote. Und sobald die dann nach und nach ein paar Kinder machen, holen wir uns erstmal welche in die Eisenfarm. Und dann werden wir uns auch nochmal ein paar mit rüberholen. So, okay. Also die Netherwarze können wir natürlich auch nochmal auf nebenbei platzieren. Dazu machen wir das mal ganz kurz. So, wir haben es ja da. Eine Katze Stray Ambient. Na, dann kann ich einfach mal neben dir stehen lassen. Zeig mir, was du drauf hast. Nein, der war falsch. Gib dir bitte mehr Mühe. Okay, es macht nur okay, dann müssen wir dich... Nee, wir müssen da eine neue Katze suchen. Und jetzt machen wir uns die Campfires. 9 Stück an der Zahl. Das passt. Und damit sollten wir ready to rumble sein und alles dabei haben. Also, ich habe nebenbei ein Video offen, by the way. Die Farm ist von Metzify. So, wir müssen aber jetzt erstmal gucken. Wir müssen diese Konstruktion im besten Fall auf einen Deep Ocean bauen. So, hier wäre ein Warm Ocean. Der Deep Ocean sollte, glaube ich, von der Färbung wie ein etwas kälteres Biom aussehen. Ich denke aber, dass wenn wir es dort bauen, sollte es auch passen. Okay, nochmal 7 Blöcke jetzt in alle Seiten rausbauen. Also, 3, 4, 5, 6, 7. Ist das richtig? Sind das wirklich... Also, wir werden schon sehen. Bum, bum, bum. Und dann ein letztes Mal noch in diese Richtung. Und es haben vorhin voll viele gesagt, dass die Layer voll anstrengend sind zu bauen. Ich finde, das geht doch eigentlich, oder? Also, was anstrengend war, einen einzelnen Layer bei meiner damaligen Kaktusfarm, Bro. Das war insane. Da haben wir halt 25 Layer gemacht. Das war halt insane. So, dann gucken wir mal, wie sieht das Ding aus? Ja, macht schon was her, wa? Also, dann nochmal hier. Dann steht das und jetzt gucken wir mal weiter im Video. You wanna add trapdoors where you can... Over the ceiling and glass. Alright, ihr habt's gehört. Das muss jetzt überall gemacht werden, damit hier keine Zombies und Skelette spawnen können. So, alright. Ich denke, das war die letzte Layer. Und wir haben alle geschafft. Ah, der Hustle hat sich gelohnt für eine große XXL Creeper Farm. Alright, wir sollen fertig sein, Leute. Und wir werden auf jeden Fall jetzt nach und nach immer wieder mehr und mehr Gunpowder am Start haben. Was ein riesen, riesen Bless ist für dieses Projekt. Denn Gunpowder bzw. Raketen werden immer wieder notwendig sein. Für den Rest des Projekts werde ich mir so dankbar sein, dass ich mir den Krampf aufgenommen habe, um wirklich diese Farm zu bauen, weil ansonsten wird es echt anstrengend. Boah. Dreier-Raketen! Oh! Leute, hier ist eine Katze von unserem Dorf! Ja, wir haben es geschafft! Nice! Einfach mal so auf nebenbei, während wir, ich weiß ganz genau, was ich hier tue. So, Kollege, hier gibt es einen kleinen Zwischenfall. Okay. Digga, der ist so One-Hit, ne? Der ist so hardcore One-Hit. Der wird nie wieder berührt, der wird nie wieder was abbekommen. Wir machen nichts mehr. Nie wieder wird bei einem Gewitter unter dieser Farm irgendetwas gezündet. Es geht weiter, was ihr gar nicht mehr gesehen habt. Ich habe mich gestern, während ich nochmal ein paar Autogrammkarten geschrieben habe, habe ich mich hier AFK hingestellt. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich glaube, 2-3 Stunden. Wobei, nicht mal. Ich glaube, eher 2 Stunden. Nicht ganz 2 Stunden standen wir gestern hier AFK. Und zwar dort oben haben wir uns noch eine kleine AFK-Area gebaut. Gunpowder-mäßig wurde dementsprechend auch sehr, sehr ordentlich produziert. Ihr seht es, wir haben hier einmal 10 Stacks, ungefähr 10 Stacks und hier auch sogar fast 14 Stacks, also 34 Stacks Gunpowder. Das lässt sich definitiv, also wirklich definitiv sehen. Und da können wir uns auf jeden Fall in unsere Travel-Kiste erstmal ordentlich was mitnehmen, damit wir auf jeden Fall für die Zukunft sogar die stabilen Dreier-Raketen gönnen können. Und wir stehen kurz vor den 140 Sounds und mal gucken, wie weit wir es heute schaffen. Ich hoffe natürlich darauf, dass wir auf jeden Fall ordentlich Sounds hinbekommen, ohne dass sie uns stundenlang nochmal auf was Neues warten lassen. Jetzt geht es erstmal darum, Fallschaden zu bekommen. Also ich glaube, soll der Sound jetzt mich darstellen, wie ich... Oh, probably wie ich von weiter oben auf eine Leiter so Fallschaden bekomme. Kann das eventuell sein? Runterklettern? Nee, das war schon so gemeint. Wir sollten Fallschaden drauf bekommen, weil den Sound, den kannte ich auch. So, kurz Schock gehabt, denn ich dachte, es geht darum, dass wir eventuell Netherite Armor breaken müssen. Das ist zum Glück nicht der Fall. Ein kleiner Trick oder ein kleiner Tipp, falls das Leute von euch nicht kennen. Ihr wundert euch vielleicht, also wenn ihr die auszieht... und anzieht, dann macht es keinen Sound. Das liegt daran, es macht tatsächlich nur einen Sound, wenn du die Rüstungsteile in der Hotbar hast.
Das ist, ja, irgendwie, also eigentlich könnte man das auch so machen, dass wenn du es einfach so reinschiftest, dass es dann auch den Sound gibt. Ein Slime, Death Small. Das heißt, dass der kleinste Slime vermutlich sterben muss. Das sollte für uns umsetzbar sein. Normalerweise würde man sagen, okay, ein Slime ist schon eine etwas schwierigere Angelegenheit, wenn du keinen Sumpf hast. Aber da wir uns natürlich den optimalen Spot ausgesucht haben für unsere Base und dementsprechend connected sind mit den besten und den meisten verschiedensten... Oh, das müssten wir eventuell auch nochmal irgendwann... Ich habe damit nichts zu tun. Aber wir sind auf jeden Fall connected mit vielen verschiedenen Biomen. Wie auch unter anderem hier in dieser Richtung, meine ich, den Dschungel. Und dort hinter oder daneben sollte auf jeden Fall ein Sumpf sein. Dann werden wir jetzt warten müssen, bis wir einen Vollmond haben. Wobei aber auch Slimes, glaube ich, unabhängig vom Vollmond spawnen. Aber bei einem Vollmond auf jeden Fall häufiger. Gut, es wird Nacht. Hoffen wir mal, dass der Mond... Wenn er jetzt direkt einen Vollmond gibt, dann wäre das natürlich optimal. Okay, Creeper werde ich in diesem Projekt nie wieder töten müssen. Es sei denn, der Sound ist gefragt, aber für Gunpowder überhaupt nicht mehr relevant. Und meine Damen und Herren, ich sehe was, was ihr auch wahrscheinlich seht. Oh, wir müssen gar nicht den Großen töten, sondern machen es einfach direkt so, indem wir den Kleinen, der hier gerade schon direkt war, eliminieren. Aber ich glaube, es wäre so ganz praktisch, wenn wir uns ein paar Slimeballs mal mitnehmen. Dementsprechend checken wir das mal ab. Und ich sehe gerade Wet Grass Block Break. Oh, ich weiß, dass wir beim letzten Wet Grass Block auf jeden Fall ein paar Probleme hatten. Wir mussten, glaube ich, das Wet Grass, den Hit, mussten wir skippen, weil das Instant Mine oder so war. Aber Break sollte rein theoretisch funktionieren ohne Probleme. Ohne, dass ich jetzt mich informiere, ich würde ganz dreist spekulieren, dass es einfach Seegras ist, das ich abbauen muss. Bitte gönn mir, bitte Minecraft. Bitte lass es jetzt keinen großen Krampf sein, sondern es ist jetzt einfach nur dieses Seegras, was ich hier unten abbaue. Bitte. Es ist so schön, wenn etwas unkompliziert einfach funktioniert, so wie es soll. Und als nächstes haben wir einen Sound, bei dem wir auch schon, glaube ich, waren. Bei einem Stray, das ist ein Schneebiom-Skelett. Das sollte in diese Richtung sein. Da müssen wir wieder eine Weile fliegen. So, wir warten auf die Strays. Sollten sie am Start sein, knacken wir hier gleich die 143. Ich will Strays. Alright, so leid es mir tut. Ich habe nichts persönlich gegen euch, Amigos, aber, ich muss euch halt wehtun. Ich tue euch auch nur mit dem Radio weh, alright? Aber ihr müsstet ganz kurz still sein. Okay, sorry, dann machen wir es halt so. Wir werden als nächstes eine Warnung erhalten müssen von einem Ghast. Es klingt dann wie folgt. Oh, okay, verstehe. Das soll eine Warnung sein? Ich meine, warum sollte mich ein Ghast vorher warnen, bevor er einen Fire Charge auf mich schießt? Glaubt mir, das ist keine Warnung. Das ist kein Warnschuss. Alright, was sehe ich da? Eine wunderbar funktionierende Creeper-Farm. Und hier sehe ich einen wunderbar schönen, gut aussehenden Radio-Tower. Aber jetzt hier in einem Soul Sand Valley sollten wir erstmal einen Ghast finden. Oh. So, hallo, bitte warne mich. Das war die Warnung. Ich zeige dir meine Warnung. Oh mein Gott, ich habe gerade gedacht, da steht Ghast Entity Death. Das wäre ja insane, dann hätte ich den Sound hinbekommen, ohne dass ich es überhaupt versucht habe. Leute, es tut mir leid, okay? Es tut mir sehr leid, aber... Oh, das ging schneller, als ich gedacht hätte. Aber auch kein so großes Wunder mit einem Sharp 5 Netherite Sword. Ey, ich sage es euch ehrlich, ich wünsche euch nur das Beste und ich habe mich dabei nicht gut gefühlt. Ich habe mich ganz und gar nicht gut gefühlt, okay? So, und es geht aber direkt weiter mit dem nächsten Slime, dass es diese bei uns in der Nähe gibt. Das haben wir heute schon gesehen. Deswegen, naja, es wird Zeit für die nächste Nacht. Und dementsprechend gehen wir wieder zurück. Da sind wir wieder zurück mit ein paar mehr Sounds im Game. Pack. So, dann, wir brauchen mal einen kleinen springenden Slime. Dafür müssen wir leider den großen töten. So, jetzt kommen die mittelgroßen. Aber jetzt kommt ein kleiner und der springt. Und das ist sehr gut. Und damit wir noch ein paar mehr Slimeballs haben, töten wir diese kleinen Dinger. Alright, haben wir hier zufälligerweise einen Squid? Nee, denn das ist schon der nächste Sound. Ein Squid, der Schmerz. Der Schaden erleidet. Einen Squid. Alright. Ey, ihr macht das super. Ihr seht super aus. Ihr habt wirklich schöne Zähne. Also, das ist jetzt auch... Das hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Wir müssen für... Ja... Wer weiß, für was man das dann mal gebrauchen kann. Ein Squid, der Schaden bekommt. Kannst du vielleicht näher an mein Radio kommen? Danke. Oh nein, 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 nein. Schalker Entity Ambient. Ist das der Sound von einer Schalker? Es wird bestimmt die Schalker-Kiste gemeint sein, die wir bestimmt jetzt auch schon hier am Start haben, oder? Es ist doch bestimmt jetzt nicht das Ambient gemeint von...
Alright, ja, wir werden mal wieder 100.000 Blöcke in Richtung Stronghold traveln können. Ich freue mich so sehr, das wird ein Traum. Dort ist unser Portal. Und jetzt geht es für uns mal wieder in das End. Schalker Sounds sind echt ein bisschen nervig, aber dafür haben sie ja jetzt, also wir haben sie ja jetzt größtenteils echt schon abgearbeitet, ne? Oh, was sehe ich da? Eine Entity. Diamantos. So, Jungs, wie sieht's denn aus? Macht ihr mal einen schönen Sound für mich? Oh. Das, also wirklich die 150, die wir heute erreichen müssen, sollen aber auch auf eine sehr, sehr spezielle Art und Weise kommen, ne? Also hier wird ja gerade von mir auch abverlangt, was nur möglich ist. Wie? Was ein Kunstwerk an Minecraft-Sound. Gut, wir fahren uns auf jeden Fall noch ein paar Schalker-Shells und dann werden wir uns um den Wandering Trader kümmern. Da müssen wir vielleicht sogar eine etwas längere Zeit mal wieder warten. Aber dann nutzen wir die Zeit auf jeden Fall vielleicht für eine automatisierte Zuckerrohrfarm. Wir gucken mal. Da finden wir sogar heute noch eine Elytra. Das ist ja traumhaft. Das habe ich so noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gehabt. Das ist die beste Spitzhacke, die du so finden kannst. Oder halt mit Silk Touch. Aber das ist ja Wahnsinn. Ja, wir brauchen, by the way, keine Elytras. Alright, meine Damen und Herren. Expedition End geht mal wieder zu Ende. Ich habe das leise Gefühl, dass es aber nicht das letzte Mal war, dass wir hier hingehen mussten. So, und glücklicherweise wachen wir bei uns wieder in der Radio Station auf. Also, bis wir den Wandering Trader bekommen, juhu, werden wir uns, denke ich mal, dann um eine Zuckerrohrfarm kümmern. Bau die Zuckerrohrfarm doch dann neben die Creeperfarm. Ich hätte die Zuckerrohrfarm direkt unter meiner Base gebaut. Ich glaube, dass das am schlauesten wäre. Jetzt mal in der Theorie überlegt, ich würde es relativ simpel machen. Wir machen ein, wir höhlen sozusagen einen Bereich aus, haben einen Wasserstrahl, der wie ein Wasseraufzug funktioniert, der nach oben schießt, der schießt es dann in unsere Base, dann halt verbunden mit irgendwie Hoppers. System. Ihr wisst, wie es läuft, wie in Level Border sozusagen. Dann aber, wie es selbst funktioniert. Wir haben eine Reihe mit Zuckerrohr. Zack, 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 zack. Keine Ahnung, wie weit. An einem Zuckerrohr haben wir einen Observer, der dann auf der dritten Höhe, also erkennt, ob dann das Zuckerrohr wächst. Wenn das wächst, dann triggert er alle Pistons in der Reihe, die dann Zuckerrohr in eine Wasserleitung schubsen und diese Wasserleistung lässt dann, sag ich mal, das Zuckerrohr in den Wasseraufzug reinfließen. So würde ich es machen. So. Wir lassen jetzt mal 6, 7, 8 Zuckerrohr. Okay, es bleibt manches liegen. Aber ist das ein Problem? Wir gucken mal, ob oben einfach Zuckerrohr ankommt. Und wir haben hängen gebliebenes Zuckerrohr. Das ist jetzt natürlich, also ich wüsste, wie man das fixen könnten, indem wir jetzt einfach hier Glas ranpacken und es gezwungen wird, nach außen zu fließen. Und dann geht das Zuckerrohr hier rein und dann würde das an sich soweit funktionieren. Aber ich glaube, diese Etagen, die wir jetzt gebaut haben, die können wir ja mehrmals untereinander so machen und dann connecten die. So, wir bauen ein paar Blöcke. Ich sag mir jetzt nicht böse, dass es jetzt echt hässlich hier gebaut ist. Da drüben haben wir Eis gebaut, weil wir keine anderen Blöcke beim letzten Mal dabei hatten. So, aber jetzt mal ganz kurz der Tests. Das kann weg. Hier wächst zum Beispiel auch einfach jetzt mal vorstellen. Random Zuckerrohr. Das hier, das ist der entscheidende. Der wächst. Das wird da reingeballert und durch die Glaspane langsam nach oben geschossen. Und das sollte am Ende in unser System landen. Also es ist jetzt keine ultra effiziente Farm. Aber wenn wir ein bisschen den Chunk laden und hier und da mal das Leben genießen, werden wir auf jeden Fall echt mal Spaß haben. So, Zuckerrohr gelandet. Zuckerrohr kommt. Das sieht doch momentan sehr, sehr, sehr gut aus. Was sagt ihr dazu, wenn ich jetzt mal ganz kurz Netherite Farm gehe für meine Schaufel und für meine Hoe? Damit ich mal wieder einfach glücklich sein kann im Leben. Guck mal, wie schön würde das aussehen. Jetzt ist dann hier noch eine Schaufel. Ja, ganz ehrlich, man muss sich manchmal Prioritäten im Leben setzen. Also immer 3 Blöcke Abstand. Und dann zündet es, ja? Also ich hoffe für euch, dass jetzt hier eine Menge Angel Debris drin ist, ne? Wenn jetzt hier nichts kommt, bin ich echt sauer. Oh Gott. Sprengung! Das ist so traurig. Sprengung 2! Oha, aber das ist ehrlich ein krasser Tunnel. Netherrack ballert ja also richtig gut weg. Und das erste Ancient Debris im Blackstone. Ich hab's gesehen. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall 8 Stück mit dem Ancient Debris, was wir noch da haben. Aber wir haben ja noch einen Stack TNT. I mean, da müssen wir ja natürlich noch ein bisschen was verbrauchen. Oh, El Grande! Vamos! Jetzt haben wir 16 Stück, 16 Ancient Debris mit dem einem einzelnen, was wir noch in unserer Base haben. Ja, und dadurch können wir uns auf jeden Fall Träume erfüllen. Netherite Home, meine Damen und Herren, genießt das Achievement. Oh, eine FE5 Unbreaking 3 Mending. Das ist ein Traum. Und eine FE5 Silk Touch Mending Unbreaking 3. Oh, jetzt habe ich diese Sachen immer hier so. Oh,
Gott, alles enchanted und perfekt in einer Reihe. Es ist so schön, ich liebe Minecraft. Okay, warum die Trichter? Da kommt Zuckerrohr rein aus unserer Zuckerrohrfarm. Die funktioniert, let's go! Ohne Mist, Zuckerrohrproduktion ist gar nicht so bad. Also, ich bin echt froh, weil wir haben uns diese Zuckerrohrfarm, und da bin ich sehr stolz drauf, ohne ein Video, ohne irgendein Tutorial reingezogen und haben das echt solid hinbekommen. So, Jungs, ich weiß, ihr seid aktuell noch ein Armorsmith. Aber ihr werdet Radiomoderatoren. Das ist eure wahre Bestimmung. Glaubt mir, das ist cool und das kriegt ihr bestimmt auch richtig gut hin. Yo, das sieht halt echt gut aus wie eine richtige Radio-Booth. Yo, das ist Radio Villager und ich bin hier gerade mit meinem Co-Kommentator Radio Villager 2. Haha, das wird das, weiß ich nicht. Ich habe seit Tagen nicht aus dem Fenster geschaut, weil ich in einer Ecke eingesperrt bin. Dann kriegen die jetzt einen Tisch? Man, hört mal auf zu sagen, das ist wie Gefängnis. Wie sollen die sich jetzt beide fühlen? Wie würdet ihr euch denn fühlen? Ihr habt einen neuen Arbeitsplatz und die ganze Zeit sagen halt irgendwelche anderen Leute, yo, das ist ja wie Gefängnis. Aber Leute, ein glorreicher Moment. Festhalten, die ersten Mitarbeiter. Digga, was ist denn jetzt los? Junge, was habt ihr denn für eine schlechte Sendung gemacht, dass die ersten Hater stürmen? Weg mit dir. Radio DJ Bill, Villager Number One. Der andere. Radio DJ Till, Villager Number One. Oh, and the mix. Warte, wir hören mal ganz kurz rein. Was geht, was legt gerade Radio DJ Till auf? Ich gewinne. Du bist nur ein Wannabe, nicht umsonst ist Sieg ein... Till, hast du irgendwas, was irgendwie auch noch mal ein bisschen reinhaut oder so? Hast du irgendwie mal, weiß ich nicht, ist das hier gerade die Morning Show? Wir brauchen mal ein bisschen die Einschaltquoten, das muss mal ein bisschen nach oben gehen. Till, kann doch nicht dein Ernst sein, oder wer bist du? Bist du Bill oder Till? Till, das kann doch nicht so weitergehen. Okay, Till, jetzt gib noch mal alles. Es ist deine große Chance heute. Wir brauchen einen Anwalt. Till, okay, lass laufen. Till geht gut ab. Das ist nicht schlecht. Bill, wie läuft's bei dir? Also da drüben ist schon ganz chillig drauf und so weiter. Er sucht gerade nochmal die nächsten Tracks raus. Aber du, was hast du drauf? Digga, Bill! Was ist denn Bill für einer? Bill haut direkt einen raus. Die Radio Station ist so ein großer Erfolg. Großer, großer Erfolg. Super Arbeit, Jungs. Super Arbeit. Jawohl! Da oben! Da ist auf! Hä? Wieso ist er denn da? Wieso chillt er denn auf dem Dach? Bro, wir warten so lange auf dich. Ich dachte mir gerade so, was ist denn da auf meinem Dach? Ist da einfach natürlich der Wandering Trader. Schön, dass es dich gibt. Wirklich schön, dass es dich gibt. Er hat ihn schon gemacht, den Zaun. Ich muss nicht mal traden. Ich würde dir sogar, weil ich so nett bin, was abkaufen. Wir stecken den jetzt mal in ein Boot und dann hauen wir den mal in den Nether und dann, wenn der Nether nicht geladen ist, dann sollten wir, also die Chunks im Nether sind nicht geladen, das heißt, er dürfte rein theoretisch in dieser Dimension nicht die spawnen. Die Chunks sind 16 Blöcke, wir wollen mindestens 40 Chunks, dann fahren wir jetzt halt echt mal einfach 500 Blöcke mit dem weg, oder? Also ihr könnt euch merken, für irgendwann, also minus 8263 und minus, und 11.000, Mann. Ich bin super erleichtert, dass wir diesen Zaun abgehakt haben, Alter. Ich freue mich richtig. Für den nächsten Sound muss ich auch eine Sache gestehen. Ich habe schon eine gewisse Vorahnung, wie wir den Sound bekommen können. Jungs, ich sag euch ehrlich, ihr macht einen guten Job, aber es ist halt... Oh mein. Eventuell Karma. Bill, ich habe nichts gegen dich oder so. Das war notwendig für den Sender. Wir mussten das machen. Freunde, ich glaube, wir müssen uns einen neuen Stronghold suchen. Ein Stronghold, der selbstverständlich mal wieder sehr weit weg ist. Und zwar hunderttausende Blöcke, weil er am Spawn ist. Plus dürfen wir uns nicht den Stronghold nehmen, den wir die ganze Zeit schon haben. Denn es muss ein neuer sein. Also, es gibt 128. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber trotzdem müssen wir uns einerseits wieder auf eine lange Reise begeben. Und eventuell, das können wir jetzt vielleicht als kleinen Vorteil sehen. Wir können jetzt uns wenigstens einen Stronghold gönnen, der vielleicht bei 20.000 oder so ist, dass wir nicht so super weit traveln müssen. Das heißt, wir traveln erstmal wieder zurück zum alten Stronghold und dann suchen wir von dort aus wieder einen neuen. Ich glaube, das sollte eine ganz gute Taktik sein. Aber auch, natürlich, ist natürlich auch ein einzelner, uniker Sound. Da kommen eben immer wieder sehr, sehr besondere auf uns zu. Also, ignoriert den, wir sind jetzt jedenfalls wieder... Yo... Wir sind jetzt wieder am Spawn. Unsere Base ist bei Neckpos, weswegen wir uns den Stronghold jetzt an dem Cap davon suchen werden. Also sprich bei minus 20.000, 20.000 in der Nähe werden wir den nächstgelegenen Stronghold suchen. Oh, let's go, Stronghold. Ja, ne, for real. Das ist, glaube ich, jetzt hier so ein richtig saftiges Ding. So ein Five-Eye. Perfekt. Endlich. Wir haben unsere Prot 4 Hose. Das triggert mich schon die ganze Zeit. Hola.
Wir haben ein Two-Eye. Naja, das ist doch okay. Wir werden es trotzdem vollständig filmen müssen. Radio an, Auge rein. Schönes Ding. Traumhaft. Und wir gehen natürlich gleich auch über dieses Portal zurück, werden uns aber jetzt erstmal in diesem Stronghold ein Portal gießen, denn das wird der neue Spot sein, zu dem wir immer wieder traveln müssen, falls wir irgendwas im End brauchen werden. Und da wird es auf jeden Fall noch einiges geben. So, dieses Portal ist unsere neue Kontaktstelle für das End. Und praktischerweise haben wir direkt einen Lodestone aus einer Bridge-Bastion, das heißt, wir mussten nicht mehr Netherite dafür ausgeben. Dieser Kompass zeigt uns dann, wenn wir dann irgendwann wieder 10.000 Blöcke dort entfernt sind, an wo es lang geht. Und wir können jetzt erstmal darum kümmern, hoffentlich im Stronghold rauszukommen. Das sieht super aus und dann geht es jetzt weiter in das End. Und wir sind wieder zu Hause. Hallo. Ja, unsere DJs. Und eine Sache, die wir jetzt erstmal direkt machen müssen und ich freue mich so sehr darauf. Wir sind full ready. Equipped. Prot 4 Hose. Traumhaft. Und zwar, was wir als nächstes erstmal ranholen müssen, ist natürlich den nächsten Sound. Wir wollen natürlich heute noch mehr schaffen, meine Damen und Herren. Large Amethyst Butt. Müsstet ihr den Butt breaken. Geode haben wir direkt hier. Wie sieht denn ein Large Butt aus? Wir müssen sozusagen das hier abbauen. Und dann warten, bis es wieder nachwächst, glaube ich. Ja, oder ihr müsst sagen, also wir können rein theoretisch auch eine neue Geode suchen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis die wachsen. Probably ist eine neue schlauer, ne? Das ist ein Medium Butt. Large Butt! Oh mein Gott, wir haben ihn. Wir breaken den Large Amethyst Butt. Breaken. Ah, ich muss ihn mit Fortune abbauen, ne? Ja, perfekt. Den Block darunter abbauen. Ja, das wäre jetzt die letzte Option, die wir hätten, ne? Wir probieren jetzt nochmal diesen Block dahinter abzubauen. Bitte bringst du was. Okay, was sollen wir noch machen? Also hier ist wieder ein Large. Oh, ich glaube, der Break-Sound kommt wohl wirklich, wenn man ihn mit einem Projektil abschießt. Es macht auf jeden Fall einen Sound. Ich bezweifle auch sehr stark, dass es mit TNT am Ende jetzt... Allein die Tatsache, dass ich jetzt hier mit einem Radio stehe... Ja, wow. Das hätte ich jetzt gedacht, dass das funktioniert. Also ich meine, meines Erachtens haben wir den Sound schon eigentlich geschafft. Und eigentlich dürften wir uns sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das wäre ein Skip. Ich glaube, das ist legitim zu sagen, wir skippen den. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also wir haben einen Large Amethyst Butt, haben wir gebreakt und wir haben den Sound dafür gehört. So, als nächstes brauchen wir einen Honey Block. Und wir haben, oh, zum Glück unsere Bienen. Na gut, dann lass uns mal einen Honeyblock hitten. Schöner Block, by the way. Ich wollte eigentlich was mit Honig machen, hat aber nicht so funktioniert. Oh, warte mal, geht das überhaupt? Oh nein, ich glaube, man kann einen Honeyblock nicht hitten, weil das One-Hit ist. Was? Das Ding ist halt, Instant Mining, ja, Instant Mining bleibt es halt eben auch mit Abbaulähmung. Ich mach's aber gerne für euch, testweise, dass wir mal in, ja, wir gehen mal zu Bob und holen uns mal den Mining Fatigue Effekt. Also, dann probieren wir das Ganze nochmal. Nur mal, also ich glaube, das ist trotzdem, mich würde interessieren, was ihr jetzt denkt. Ich glaube, das ist trotzdem Instant Mining. Ja. Also auch mit Abbaulähmung. Macht das keinen Unterschied. Ja, ich würde jetzt eigentlich auch ungern hintereinander, zwei hintereinander skippen. Aber wenn es halt irgendwie nicht möglich ist, ich weiß nicht, ich bin gerade verwirrt ein bisschen. Das ist halt wirklich ein Skip. Das ist das gleiche wie zum Beispiel bei Seegras Hit. Bei Blöcken oder bei Sachen, die eben Instant Mine sind, werden wir, das nicht möglich haben, dass wir einen Hit-Sound bekommen. Und so leid es mir tut, aber ich glaube, das ist jetzt leider das allererste Mal auch Back-to-Back ein Skip. Deswegen, meine Damen und Herren, wir haben den nächsten Sound erledigt. Und sind jetzt auf der Suche nach einem Squid, bei dem wir den Ambient Sound aufnehmen müssen. Moin Jungs, will jemand mal ganz kurz was für mein Interview sagen? Oh, das war ja. Damit haben wir den Squid jetzt auch erledigt. Als nächstes, ihr seht es selber gerade, Silberfisch Entity Herd. Wir könnten sagen, dass wir in einen Stronghold gehen, aber genauso gut könnten wir auch in einem Bergbiom auf einen Infested Stone treffen. Oh, wir könnten auch in einem Iglo suchen. Ansonsten könnten wir in einem Windswept Gravelly Hills, Windswept Hills, Windswept Forest, Meadow, Grove, Snowy Slopes, Jack Peaks, Frozen Peaks, Stony Peaks das Ganze finden. Ja, aber gut, wenn es jetzt einfach in einem Meadow-Biom geben kann. Ja, Meadow ist ja easy. Auf Höhe 0 bis 63 in einem Meadow. Ja, dann gehen wir mal easy auf Höhe 10 oder so und dann gucken wir mal einfach. Nebenbei fahren wir halt einfach nochmal ein paar Stones. Okay, ab jetzt kann's kommen.
Stone, Stone, Stone. Wir können es ja nochmal so machen. Wir können uns doch jetzt hier nochmal hochbauen und eventuell nochmal alle Blöcke immer so ein bisschen abchecken. Und bis Höhe 63 könnte es ja noch kommen. Wenn nicht, Leute, dann gehen wir dann natürlich jetzt in den Stronghold. Ist natürlich kein Problem. Dann machen wir das auf die sichere Variante, wo wir es zu 100% auf jeden Fall schaffen können. Hätte ja sein können, dass wir hier einfach mal ein bisschen Glück haben. Yo, warte mal. Ich habe hier gerade eine Antwort aus der Regie bezüglich des Amethyst-Buds. Ich entschuldige mich als allererstes. Passt auf. Ich entschuldige mich bei den Leuten, die gesagt haben, dass ich die anderen abbauen soll. Es ist wohl wirklich ein, also kein Bug, der von unser Plugin oder so ausgeht. Das ist ein Minecraft-Bug. Wir haben einen Minecraft-Bug gefunden, denn die Sounds zwischen Medium und Large sind vertauscht. Das heißt, du baust einen Medium-Amethyst-Bud ab und es kommt der Sound von einem Large. Und wenn du einen Large abbaust, kommt der Sound von einem, also die sind vertauscht. Das müssen wir rückgängig machen. Wir haben es ja vorhin geskippt, weil wir nicht wussten, wie es weitergehen soll. Aber logischerweise, mir ist es natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir alles so versuchen, wie es auch richtig ist. Deswegen gehen wir zurück und wir bauen jetzt einen Medium-Amethyst-Bud ab. Und dann werden wir ja nochmal sehen, ob es dort oben abgehakt wird. Bro, das ist ja ultra cool. Also wir haben halt wirklich in dieser Serie vielleicht einen absolut revolutionären Bug gefunden. Komisch, dass der von niemandem bis dato entdeckt wurde. Also, nochmal. Wir gehen mal ganz kurz zurück. Also, wenn wir was machen, Leute, ja, dann aber auch wirklich richtig. Wir sind 75 Stunden in diesem Projekt und dann können wir das uns jetzt auch nochmal ganz genau reinziehen. Ihr seht selber. Large Amethyst Bud Block Break. Um es mal euch ganz kurz zu zeigen. Das hier, das könnt ihr hier ablesen, ist ein Medium Amethyst Bud. Das hier oben ist ein Cluster. Das ist die fertig ausgewachsene Größe. Und ich glaube, einen Large Amethyst Bud haben wir hier gerade nicht. Was aber gar nicht so schlimm ist, weil wir brauchen keinen Large, sondern wir brauchen einen Medium. Wir bauen diesen jetzt ab und werden sehen, ob dieser Sound erledigt wird. Das ist halt wirklich einfach ein Bug. Die Sounds sind falsch im Spiel zugeordnet. Wir haben einen Bug gefunden und haben aber offiziell den Sound auch erledigt. Das heißt, wenn wir dann irgendwann später mal den Medium Amethyst Bud abbauen müssen, dann müssen wir den Large Amethyst Bud abbauen. Also, um nochmal ganz kurz zu erklären, wir hatten gerade zwischenzeitlich kurz, also nachdem wir jetzt den Bug gefunden haben mit dem Amethyst Bud, der by the way immer noch crazy ist, also ich finde es echt krass, dass wir einen Bug gefunden haben, aber wir hatten zwischenzeitlich jetzt einen Silberfisch, den wir wehtun sollten. Aufgrund des Bugs und dass wir den alten Sound wieder zurückgeholt haben, ist jetzt gerade die Reihenfolge ein bisschen durcheinander und der Silberfisch-Sound ist wieder nach hinten gewandert. Also der ist nicht erledigt, sondern der ist jetzt weiter nach hinten wieder gerutscht und wir haben jetzt einen anderen Sound. Also der Sound, den wir jetzt brauchen, ich meine, den habe ich schon sehr oft gehört. Ein Villager, der celebrated. Oh nein, ist es ein Villager, der celebrated, wenn sie einen Raid gewonnen haben? Wie cool. Dann zocken wir natürlich mal wieder ein Raid. Ey, oh, die... Gönn dir die Hose. Ja, ey, ist okay. Kannst du haben. Alright, das war es. Moin, moin. Wir haben Raid gewonnen. Du darfst dich freuen. Was ist er für einer? Hä? Er ballert sich so selber mit der Rakete. Juhu, cool. Ey, stimmt, ganz genau. 1000 Sounds. Leute, es ist ein langer Weg, aber dieser Weg wird weiterhin sehr, sehr nice sein. Und vielleicht werden wir noch die verrücktesten Sounds auf unserer Reise finden. Alright, jetzt geht es erstmal darum, einen Wooden Button Block Off. Der Sound sollte nicht so schwer sein. Das ist, glaube ich, der Wood Button, wenn der dann einfach wieder zurückfedert. Das nämlich. Es geht jetzt erstmal um die Nether Sprouts. Das sind... Boah, Nether Sprouts sind... Ah, okay. Wir müssen in einem Warp Forest über dieses... Ja, über diese Grasdinger laufen. Der Sound klingt wie folgt. So, das ist das, was ich wollte. Und wir brauchen ganz genau diesen Übeltäter. Achtung. Das war er. Einen Beacon deaktivieren. Na ja, glücklicherweise haben wir einen Beacon mittlerweile, weil wir eben diesen einen Wither beschwören mussten. Also, den Laden einmal deaktivieren. Das war er nämlich. Aber du kannst gerne wieder aktiviert werden. Und anschließend müssen wir einer Kreatur anscheinend Damage machen. Womit ich ehrlich gesagt kein so großes Problem hätte. Dafür werden wir immer wieder einen Raid spielen, meine Damen und Herren. Juhu! Alright, Amigos. Es ist Zeit für einen unfassbar nicen Raid. So, ich glaube, es sollten die ersten Evoker jetzt auch spawnen. So, wo sind die Wächse? Wenn sie kommen, sage ich nicht geh, sondern ich sage geh, Wächse.
Ja, das war's schon. Das Ding ist, wir können jetzt erstmal den Raid eh nochmal zu Ende spielen. Wir müssen nämlich erstmal auf ein bisschen Regen warten. Gewonnen! Victory! Alright. Mal wieder tonnenweise weiterer Totems, die wir eigentlich gar nicht so brauchen. Fangen doch jetzt an mit der Kaktusfarm. Ja, das ist ehrlich gesagt gar nicht so eine dumme Idee. So auf nebenbei könnten wir schon mal eine Kaktusfarm bauen. Ich meine, wir müssen jetzt gerade eh auf den Regenschauer warten. Lass mich ganz kurz drüber nachdenken. Unsere letzte Kaktusfarm, die wir gebaut haben, im Boden ist dumm, weil wir müssen dafür erstmal richtig große Fläche ausbuddeln. Deswegen ist es schon am schlauesten, sie eher, so leid es mir halt auch tut, hier in diesem Bereich hinzuballern. Auch wenn wir dann dadurch die Region ein bisschen entstellen, oder? Ja, oder halt auf eine Nachbarinsel. Wir könnten es auch hier hinpacken. Sie muss ja nicht so... Leute, wir reden nicht davon, dass wir eine Farm bauen, wie ein Level Border. Das ist aber auch ein guter Call. Wir könnten schon auch nochmal die Verbindung bauen. Die Verbindung der Eisenfarm mit unserer Base. Oh, es regnet schon. Was? Wir sind gerade dabei, ein bisschen... genießt diesen Sound, meine Damen und Herren. Hoffentlich geht das Radio nicht kaputt. Also der Rekorder. Oh, es ist sein Traum. Junge, wie schnell das irgendetwas, was mit Wetter zu tun hat, schnell funktioniert. Und passt mal auf, wir machen direkt in einer Nacht weiter. Denn wir können eine Mushroom, weil wir eine haben in unserer Base, direkt milken. Milken? Hä? Ah, oh, okay. Das ist der Sound mit einer Bowl. Ah. Okay, wir werden, by the way, das ganze Redstone-Projekt mal wieder... Also, wir werden es erstmal ganz kurz verschieben. Weil wir können ja jetzt erstmal weitermachen. Junge, was so? Jeder will was trinken oder was? Freunde, ich gebe einen aus. Hey, für alle Mitarbeiter, heute Free Pilzsuppe. Macht's euch gemütlich mit einer Suppe. Boah, Till und Bill sind immer noch online, Jungs. Was geht ab? Ich mache euch mal hier eine kleine Suppe warm. Bill, Till, lasst euch schmecken. Oh, ich sehe da eine sehr durstige Witch. Ist das hier die Rekordnacht, in der wir die meisten Sounds ever machen? Radio an. Oh, warte mal. Sie wird jetzt... Oh, sie trinkt ja natürlich Instant Heal. Ich wollte sie eigentlich verbrennen, damit sie Fire Resi trinkt. Aber Instant Heal trinkt sie natürlich auch. Und jetzt irgendein Item, das breakt. Ist damit alles erlaubt? Naja, dann machen wir uns mal hier einen schicken Vorgarten, wa? La 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 la. Wir hätten auch einfach Gold nehmen können. Erledigt. Lassen wir das jetzt eigentlich so? Sieht jetzt irgendwie nicht so schön aus, ne? Ah, ist doch egal. Das gehört dazu, hey. Okay, wir müssen irgendwas mit einem Pfeil treffen. So, ich mach dir mal ein bisschen Musik an. Genieß es. Oh. Oh, es hätte gereicht, wenn... Oh. Das ist der Sound einfach nur, dass der Pfeil auf dem Boden auf... ja, also genau. Ja, das war der... Alright, ein Zombie-Villager. Können wir uns ja mal aufmachen und nach einer Höhle suchen. Alright, Zombie-Villager, gibt es hier einen? Also große Höhle haben wir auf jeden Fall schon mal. Zweimal dieselbe Disc? Das kann ich mir nicht vorstellen. Sharp 5? Was ist denn das für ein OP? Was? Also hier in dem Raided Dorf, glaube ich, sind keine Zombie-Villager mehr da. Oh, doch. Warte mal, was? Wie nice. Du bist getrappt, aber du bist halt ein Baby-Zombie-Villager. Bro, das ist halt falsch, I guess, oder? Zählst du eventuell mit zu den Großen? Er zählt mit zu den Großen. Ja, Freunde, dann spielen wir mal wieder einen weiteren Raid. Alright. Ich sag's dir ehrlich, das Dorf hat schon echt eine Menge gesehen, ne? Was bist du denn? Oh, ich will auch mal mit einem Raid machen. So, es sollte jetzt der Ravenger kommen. Und dort ist er auch. So, Mr. Ravenger, attackieren Sie mal bitte. Sie dürfen. Danke. Das war alles, was ich brauchte. Alright, we done. Boah, Basti, sei bitte einmal schlau. Bitte, 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 hast du Azalea Leaves mitgenommen? Ich weiß aber, wo auch andere Azalea Trees auf jeden Fall noch in der Nähe wären. Wir müssten nicht so weit bis in den Zauberwald fliegen, glaube ich. Bitte, Azalea Leaves, bitte, 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 bitte. I mean, wir können den Baum wachsen lassen. Zack, zack. Zack. Und das hier ist das, was... Also, by the way, auch echt ein etwas im Wind gebogener Baum. Aber das ist erstmal das, was wir brauchen. Alright, Magma Cube Entity Squish Small. Wir müssen mal wieder in den Nether gehen, meine Damen und Herren. Und hier, meine Damen und Herren, haben wir das, was wir brauchen. Ich hätte ihn nicht töten müssen, aber... naja, es hat sich halt angeboten. Der nächste Sound, Fishing Bobber.
Das war's schon, ne? Das ist einfach dieser Einhol-Sound. Leute, das können wir nicht machen. Nein, nein, nein. Das könnte ich niemals übers Herz bringen. Das ist unser Kumpel und er bleibt unser Kumpel. Wir machen einfach einen super kurzen Prozess. Wir reden nicht viel drüber, wir machen und es ist einfach dann erledigt. Jetzt geht es erstmal darum, einen Copper-Block zu breaken. Bill, ganz kurz Ruhe. Das war ein Klacks und jetzt Gilded Blackstone. Müssen wir mal wieder eine Bastion finden. Moin, Jungs. Hä? Nein, das ist eine neue Bastion. Was? Junge, hier ist einfach ein... Ja, moin, hier ist einfach ein Ingot alleine. Gut, wir sollen aber auf jeden Fall auch nicht nebenbei den Zaun vergessen, den wir noch machen mussten. Ja, erledigt. Alright, also, mit einem Netherite-Ingot schwerer im Gepäck geht's wieder zu Community Overworld. Meine Damen und Herren, ihr seht gerade, ich habe mir heute etwas vorgenommen. Ich möchte die 200er-Marke knacken, denn in diesem Projekt soll es auch mal wieder vorangehen. Logischerweise, es geht die ganze Zeit voran, aber ich kriege immer wieder auch häufiger mit auf YouTube, dass Leute schreiben, also in dem Tempo, glaube ich, wird es nichts mit dem Projekt. Und ich möchte nur mal ganz kurz zeigen, wenn ich davon überzeugt bin, etwas hinzubekommen und mir etwas vorgenommen habe, ich ziehe das einerseits durch und auf der anderen Seite wird es logisch auch Progress geben. Das wird nicht wehtun, nur ganz kurz. Player Splash High Speed? Warte, was? Oh. Cool. Ja, das kriegen wir easy hin. Junge, was gibt es für geile Sounds in diesem Spiel? Wir gehen mal auf entspannt Höhe 400. Jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir das Wasser auch treffen, ne? Ich bin bereit für eine... Arschbombe. Und als nächstes geht es erstmal um den Nether-Warzen-Block. Einmal bitte ganz kurz alle ruhig sein. Sorry, das Block in Klammern hat mich so verwirrt, dass ich gedacht habe, und das ist ein fahrlässiger Fehler, dass ich einen Nether-Warzen-Block breaken muss. Aber es geht um eine Nether-Warze, die ich breaken muss. Oh. Notblock. Bass. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn es eine Sache gibt, die es hier in diesem Radio-Tower gibt, dann definitiv Bass. Boah, Junge, mir ballert aber das komplette Gehör weg. Ein Skelett! Wir brauchen ein Skelett. Alle ruhig, alle ruhig. Jungs, oh mein Gott. Okay, schon erledigt. Oh mein Gott, es fängt an. Das wurde sehr, sehr oft gefragt, ob man auch alle Music Discs braucht. Und ja, man braucht... alle Music Discs. Oh. Oh! Das ist die. Okay, die kriegen wir hin. So, wir machen jetzt hier eine coole Konstruktion. Ihr wisst ja, wenn ein Skelett, also vielleicht wisst ihr es nicht, aber wenn ein Skelett auf jeden Fall einen Creeper tötet, dann droppt es zu 100% eine Schallplatte. Nummer uno. Sehr gut, Skelett. Weiter so. Aber ey, vor uns sind sozusagen 5 Schallplatten. Und die erste ist am Start. Alright, der letzte. Bro, jetzt komm, jetzt zieh einen letzten Schuss. Let's go. Glaub, sie ist noch nicht dabei. Ich gebe ihm jetzt aber auf jeden Fall nochmal einen Nametag. Und dann in der nächsten Nacht gehen wir dann wieder dorthin. Nee, ist sie leider nicht. Das ist immer noch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Eine Frage der Zeit, meine Damen und Herren. Melohi ist am Kommen. Wir werden ja auch später andere Music Discs wieder brauchen. Dafür, daher ist es halt echt gut. Far ist neu. Haben wir sogar zweimal. Strat ist neu. Style Blocks. Aber leider noch nicht die, die wir neu brauchen. Oh mein Gott. Oh, ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl. Auf geht's. Wir haben sie sogar zweimal. Let's go. Ey, es hat echt jetzt ein paar Nächte gedauert, ne? Aber ich werde mit so Genuss, werde ich mir diese Disc reinziehen. Wir geben Bill die Ehre. Es ist ein schönes Lied. Alright, aber jetzt mal ganz kurz zum Wesentlichen. Player Entity Attack Knockback. Ist es jetzt zwangsweise ein Angriff, den ich machen muss mit einem Knockback Enchantment? Oder reicht es, wenn ich jetzt einfach nur sprinte und schlage? Es reicht.
wenn ich sprinte und schlage. Okay, ich habe mir das fast schon ein bisschen komplizierter vorgestellt. Crop Block Break. Da würde ich mal sagen, wir gehen ins Dorf. Denn Weizen muss man nicht immer nur am Feld farmen, sondern man hat auch zum Beispiel einfach hier etwas. Und oh mein Gott, das ist eigentlich, es sei gesagt, eigentlich ein ziemlich schwieriger Sound. Ein Konduit, den Akquisator, den müsste man sich jetzt erstmal über eine lange Zeit zusammenfarmen. Man braucht ein Heart of the Sea und 8 Nautilus Shells. In unserem Fall haben wir mit den vielen Wandering Tradern und auch unter anderem Drowns, die immer wieder eine Nautilus Shell dabei hatten, schon fleißig uns was zusammengefarmt, und zwar 8 Nautilus Shells. Wir werden jetzt nochmal ganz kurz ein Schiffwrack aufsuchen, um uns ein Schätzchen zu finden. Und dort wird es zu 100% ein Heart of the Sea für uns geben. Und damit werden wir uns dann den Konduiten relativ schnell craften können und haben somit mit einem, ja, eine Art Unterwasserbeacon. Für Leute, die immer wieder nicht, also vielleicht nicht wissen, was das genau ist. Hä, ist es in der 1.18 anders? Es gibt nicht mehr immer eine, ne? Das ist krass. Das ist ungewohnt. Wir können aber auch gerne einfach random jetzt versuchen, eine zu finden. Ich meine, das kriegen wir auch bestimmt hin. Was? Niemals! Das ist ja bescheuert! Leute, wisst ihr, wie unglaublich krank das ist? Also, ich bin natürlich auf 99 Chunk-Koordinaten gegangen, aber Bro, es könnte einfach legit an jedem Ufer, an jeder Insel, könnte das sein. Ich verstehe gerade aber wirklich nicht, warum in den Schiffwracks keine Karten drin waren, sondern nur Empty Maps. Ob das jetzt irgendein Bug war oder so, ob das an unserem Server liegt, aber das hier, das ist unbeschreiblich. Ja, wir haben unser Heart of the Sea. Bro, ich komme gerade nicht drauf klar, ne? Ich hätte mich dort runtergraben können. Also, es gibt ja so viele Chunks, in denen es auch hätte sein können. Unfassbar. Oh mein Gott. Leute, ich komme nicht so richtig drauf klar. Wir können uns auf jeden Fall den Konduiten machen. Ein, ja, schon doch sehr besonderes und auch doch mächtiges Item, das in der 1.18 auch ein Tool, mit dem es richtig abgebaut werden kann. Und zwar eine Spitzhacke. Oh Gott, wie hässlich. Aktiviere dich. Das war der Aktivierungssound, den wir brauchten. Und haben jetzt auch hier Colony Power. Amethystblock. Was ist das für ein Sound? Okay, wenn du einfach nur da langläufst. Oh, Freunde. Wie praktisch ist es denn, in einer wunderbaren Music Radio Station zu wohnen? Ja, jetzt müssen wir einfach die Schallplatte finden. Wait. Ja klar haben wir die. Ich habe gar nicht gezittert. Alright, ey, Radio DJ Till. Leg auf, Bro. Jetzt geht es darum, erstmal einem Skelett Schaden zu machen. Ich glaube, unser Skelett hier ist logischerweise despawned mittlerweile. Ich will es eigentlich nicht warten, bis Nacht ist. Deswegen können wir das eigentlich auch im Nether machen, ohne Probleme. Ja, moin, Skeletti. Wollt ihr euch selber mal hurten? Dann bin ich nicht der Böse. Danke. Haben wir einen Button in der Redstone-Kiste? Das hat mich auch jetzt stark verwundert. Haben wir jetzt sogar beide Button-Sounds relativ nah aneinander gehabt? Also den Click-On und Click-Off. Easy. Honeyblock Break. Auch echt interessant. Das hatten wir heute in der Session auch schon mal. Wir haben vorhin darüber geredet, weil wir den Honigblock Hit skippen mussten, weil es halt ein Instant-Mine ist. Also ich baue ihn halt instant ab und habe halt keinen Hit dabei. Das hier. Picklin, Jealous, einen Eifersüchtiger. Ja, geil, Alter. Ist er eifersüchtig, wenn ich ihm Gold wegnehme? Dann wir probieren mal ein bisschen rum, nehmen uns ein bisschen Gold mit und gehen mal in den Nether. Das war wirklich jetzt der Jealous Sound? Also, einfach nur das bisschen, dass ich ein bisschen Gold habe? Jungs, ey, sorry, ey, bei mir läuft momentan ganz gut. Ich habe auch goldene Karotten. Wenn ihr wisstet, ich habe auch OP-Goldäpfel. Ich habe alles. Ich habe so viele Goldblöcke. Gut, wir bleiben aber direkt im Nether, meine Damen und Herren. Denn wir müssen zu unserer Festung. Meister! Einmal bitte laut und deutlich. Das sind ganz schön laute Schritte, die er macht, ne? Und jetzt noch ein Köpfchen. Imagine. Als nächstes geht es an die Villager, einen Work Farmer, also der Farmer, der halt eben wahrscheinlich mal an seiner Working Station am Composter einmal aktualisieren muss. Das raschelt so. Ja. Jetzt.
Jetzt ist nämlich 12. Ein aggressives Lama. Ja, ich sag euch so, den Sound, den habe ich schon mal gehört. Und ich sag euch so, der ist ja auch feuchtigkeitsintensiv. Überlegt euch mal ganz kurz, hätten wir unsere Schneebase, Leute. Wie lang würden wir zu all diesen Orten hier traveln? Das ist wirklich der beste Spot. Hier sind so viele Tiere in der Nähe, etc. Also, ich mache das hier rein nur aus wissenschaftlichen Zwecken. Ich sage, ich mache das aus reinen wissenschaftlichen Zwecken. Ich muss das nämlich einmal aufnehmen. Ich habe nichts persönlich gegen dich. Warte mal, wie mache ich ihn nochmal aggressiv? Oh. Wir hatten einen schlechten Start. Wirf mich ab und dann habe ich den Sound. Er geht extra vom Radio weg. Sorry nochmal. Alright, Shroomlight. Das einmal anzuhütten, das kriegen wir auch ohne Probleme hin, denn in unserer Base haben wir unter anderem Shroomlights. Das sind diese hier. Oh nein. Oh, ich kann das nicht. Ein weinender Wolf. Oh nein, das ist der traurigste Sound von allen. Wir müssen dafür halt einen Wolf zähmen und dann muss er halt Damage bekommen. Den Damage werde ich ihm aber nicht zufügen. Ich weiß es noch nicht so ganz. So, mein Lieber, du musst weinen. Ey, das ist aber auch jetzt echt eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Komm, lass uns das jetzt schnell hinter uns bringen. Ich meine, wann weint denn ein Wolf noch? Ah, ich glaube, jetzt. Oh, Freunde, seht ihr das, was ich gerade sehe? Abgesehen von meinen... Es gewittert, ja, aber... Ich wollte mich nochmal ganz kurz darin bestätigt fühlen, dass wir mit einem guten Grund alle Music, also fast alle Music Discs gefarmt haben. Denn es ist dieses Mal eine weitere Music Disc gerade am Start. Auf jeden Fall die Chirp Music Disc. Welche ist das? Ich glaube, das müsste die sein. Nein, es müsste die sein. Es müsste die sein. Alright, ey, Maestro DJ Till, legst du heute mal für uns eine schöne Chirp Music Disc auf, hä? Als nächstes haben wir Guardian Entity Heard Land. Ich wollte gerade sagen, hatten wir den Sound nicht schon mal? Aber das war damals, als wir das hatten, ein Elder Guardian, ne? Also, wir brauchen einmal ein Guardian. Danke. Ja, casual, was man so in Minecraft macht, einen Guardian in seinem Boot mal ein bisschen transportieren. Wir machen erstmal die unendliche Wasserquelle hier weg. Perfekt. Und dann würde ich den Kollegen mehr oder weniger einfach mal, naja, mal gucken, was passiert, wenn wir ihn jetzt aus dem Boot sperren. Der Sound, den wir brauchen, der klingt so. Und sobald er aus dem Boot raus sein sollte, sollten wir den auch hören. Mal gucken. Ich habe ja schon vieles in Minecraft gemacht, ne? Aber das hier ist auch mal wieder ein neuer Höhepunkt. Ah. Okay, auf jeden Fall haben wir diesen Sound abgehakt. Und es geht direkt weiter zum nächsten mächtigen Monster, welchem wir Schaden machen müssen. Und ob ich das hinbekommen werde, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir machen es schnell für uns alle. Du bist tapfer, ich bin tapfer. Guck mich nicht dabei so an. Guck mich dabei... 195 Sounds, meine Damen und Herren. Es geht weiter mit Polished Deep Slate Block Break. 1, 2, 3, 4. Machen daraus den Polished Deep Slate, platzieren diesen hier einmal hin, um ihn dann auch direkt wieder abzubauen, meine Damen und Herren. Damit haben wir den 196. Sound und nähern uns der 200 immer näher. Parrot Imitate Vex. Ihr wisst alle, was ein Parrot ist. Ihr wisst alle, was ein Vex ist. Und ich weiß, dass das ein bisschen interessant wird. Oh, Leute. Ich sag euch eine Sache. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich glaube, wir werden heute keinen Raid spielen, weil das haben wir schon so oft gemacht. Ich denke, wir werden heute eine Woodland Mansion suchen. Dementsprechend werden wir uns gleich mal mit einem Kartografen eine Karte traden. Genau, das hier ist die Karte, die wir wollen. Die Karte der Begierde. Eine Karte für eine Woodland Mansion. So, deswegen, wir sehen die Karte, wir sehen uns, wir sind oben im Nordwesten und müssten uns weiter in Richtung Südosten bewegen. Oh mein Gott, die Woodland Mansion ist überhaupt nicht weit weg. Basically mussten wir von unserer Base in den Dschungel fliegen und jetzt über den Ozean traveln. Und gleich haben wir es schon, also gleich. Bro, es muss mal irgendwann jetzt jemand nochmal einen zweiten Trident droppen. Ich will unbedingt Riptide haben! Also, Riptide, Mending, Unbreaking reicht schon voll aus, ne?
Und da ist The Woodland Mansion, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, lass uns das auf jeden Fall den Nether Hub mal hinzufügen, weil die könnten wir eventuell nochmal häufiger gebrauchen, wenn wir nochmal irgendwann einen Vindicator nochmal so gebrauchen oder so. Dann müssen wir nicht jedes Mal einen Raid spielen, was schon angenehm wäre. Also, lieber Papagei, du wirst jetzt eine Sache sehen, und zwar eine Woodland Mansion. In dieser Woodland Mansion haben wir eine ganz bestimmte Mission. Und da wirst du mir jetzt bei helfen müssen. Okay, den können wir jetzt eliminieren. Und ihr kommt mal hier. Papagei, do your thing. Hier, die sollst du dir merken. Das sind Wächse und die kannst du gerne mal imitieren. Hier, mach ihn nach! Mach ihn nach! Das hat jetzt noch nicht so gut geklappt, aber es wird wahrscheinlich nicht der letzte Evoker gewesen sein, den es hier gibt. Aber warum fliegst du denn hier nur so hoch, Bro? Was ist denn los? Hast du Angst? Du musst doch keine Angst haben vor ein paar Wächsen. Ich bin doch da. Ich habe so gewusst, dass das passieren wird. Wir machen es mal so. Wir packen dich mal in dieses Boot. Dann bist du dort drin erstmal sicher. Stellen das Radio schon mal direkt neben dich hin. Und dann hoffen wir, dass, ja, wenn der Evoker die Wechsel dann spawnt, dass du dann auf die glorreiche Idee kommst, eventuell sie zu imitieren. So, du spawne. Also so, oh mein Gott, bitte verschone ihn. Okay, ich muss ihn töten, weil ansonsten killt er noch meinen Papageien. Ja, oh mein Gott, ich danke dir. Lieber Papagei, danke, dass du ihn imitiert hast. Danke, dass du sie, oh mein Gott. Also, sehr, sehr praktisch. Wir haben eine Woodland Mansion connected mit einem Portal. Wir haben unter anderem auch diesen Sound jetzt hinbekommen. Sehr, 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 sehr gut. Und damit steuern wir noch näher auf die 200er Marke zu. So, Delfin im Ozean, das klingt eigentlich ziemlich gut. Okay, by the way, nochmal für Leute, die den Wächs vielleicht auch nochmal hören wollten. Der klingt wie folgt. Also man hätte das echt nicht groß hören können. Und der Delfin. So ein bisschen splashig. Ja Leute, der nächste Sound. Ihr seht selber. Also ob wir den hinbekommen, das weiß ich nicht. Ich hoffe, ich bin gut genug dafür. Den haben wir gut hinbekommen. Mit dem nächsten Sound haben wir die 200er Marke durchbrochen, was sich auf jeden Fall ordentlich sehen lässt. Dementsprechend, Jungs, ich will euch gar nicht stören. Macht euer Ding. Und ich würde sagen, zur Feier des Tages, der 200 Sounds, haben wir uns natürlich was verdient und wir machen uns dementsprechend den Riptide Trident. Aber ich glaube, wir befinden uns jetzt hier gerade auch am Ende der 5. Episode. Sollte euch die Folge gefallen haben, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Abonniert auf jeden Fall auch diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.